Hallöchen. Schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir ist eher so semi. Die Kopfschmerzen wollen einfach nicht weg. Die plagen mich jetzt schon seit Stunden. Ekelhaft ist das. Trotzdem spielen wir eine kleine Runde. Ihr seht schon, welchen Server wir benutzen werden. Unser, ja, Stammserver, wenn man so sagt. Auch weil ich schon lange nicht mehr aktiv drin war. Ich möchte jetzt nur. Wartet mal. Ganz kurz. Damit ich das auch mitbekomme, falls auf dem Server selber irgendwas los ist, gehe ich das mal so an. Ich werde jetzt nicht am Server eigenem Discord rumhängen. Wir bleiben heute unter uns. Wer mitmachen möchte, darf das natürlich gerne tun. Ja. Eine Sekunde bitte. Wir wollen den Ton ja schließlich auch auf dem Kopfhörer haben. Und das geht jetzt mittlerweile, ja. Okay. Zuletzt, als wir gespielt haben, das war im Juni, da waren wir als Pteranodon unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich noch existiere. Gab es zwischendurch ein Update? Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Offensichtlich. Was machen wir denn dann? Es gibt einen neuen Dinosaurier. Den. War der Hintergrund immer schon? Es gibt den Diablo-Ceratops mittlerweile. Den Diablo und die Stego habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Also Stego schon ein paar Minuten, der hat aber nie lange überlebt. Ich bin mal von der Klippe gefallen. Und einmal ausgetrickst worden. Ganz gemein. Problem ist. Gallimimus. Fleischfresse. Ich bin nicht gut als Fleischfresser. Herrera. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Troodon. Dilo. Versuchen wir es mit dem Raptor. Das wird zwar ziemlich in die Hose gehen, aber schauen wir mal. Wow, das ist ja sehr spannend. Was haben wir denn?
Die dunklen Augen. Okay. Boah. Immer dunkler. Schöne Tarnfarben. Oh. Oh. Oh ja. Aber das hier macht ja fast gar keinen Unterschied. Wow. Wie er mit der Kralle auftippt. Okay. Süd. West. Wichtiges Wasser, das ist so immer mein Hauptproblem. Da ist ein Wenn wir uns von hier aus in den Süden durchschlagen. Wasser ist mein größtes Problem aktuell auf der Map. Und wow. Ist das dein Ernst? Nicht mal 10 Frames? Wo bin ich denn gelandet? Und aktuell? Moment. Das ist doch auch nicht normal, oder? Warum habe ich so wenig Power? By the way, ich habe mir gestern ganz ordentlich auf der Arbeit den kleinen Finger, also die Fingerkuppe verbrannt. Mit Heißkleber. Und die Renntaste, die benutzt man hauptsächlich mit eben jenem Finger. Das macht Spaß. Es ist zwar nicht schmerzhaft. Ich muss mal ganz kurz was machen. Sorry, eine Sekunde. Bei mir lahmt halt gerade alles. Oh, nicht mal mehr schreiben kann ich. Notrendert. Hör ich was? Ach, selbst wenn. Ich habe jetzt. Ich muss ja. Ganz kurz. Wenn ich gefressen werde, dann ist das halt so.
Vielleicht muss ich auch das Kabel rausziehen. Weil das jetzt hier ja nun wirklich nicht normal ist. Es ist auch so leise. Wie gern würde ich das Spiel einfach nur optisch genießen. Aber die Nahrungssuche ist halt immer. Ich hoffe, ich bekomme bald eine Antwort auf meine Nachricht. Einfach um Bescheid zu wissen. Ah, 11 Frames, wow. Es ist so leise. Ich hole mal eben das Kabel raus, eine Sekunde. So, Kabel steckt. Ich habe immer noch nur 8 Frames. Aber zumindest ist Streamlabs schon wieder stabiler. Wenn ich mich nicht bewege. Wow. Ich werde hier sowieso sterben. Irgendwie ist tote Hose. Ich spawne echt immer an den falschen Punkten. Oh, das ist ja furchtbar. Was ist denn das? Hier ist doch irgendwie nichts. Schwein, Huhn, was auch immer. Irgendwas Essbares, bitte. Zehn Frames. Wow. Oh, das könnte es... Oh. Da ist ein Gehege. Mensch gemacht. Ich bin nicht im Bild, aber gab es eine Story, warum es hier Menschen bzw. Dinosaurier gibt? Warum es Menschen gibt, ist mir bekannt, mehr oder weniger, aber... Bei 16 wird er grün. Ich verhungere.
Nee, es kann schon sein, schreibt mir jemand. Warum startet man mit so wenig Nahrung im Magen? Das ist ja furchtbar immer. Ja, das Spiel. Es lief eine Zeit lang mal ganz gut und dann wieder überhaupt nicht. Ich dachte mir jetzt Survival September, ne? Machen wir mal wieder so einen Themenmonat. Aber irgendwie habe ich keinen Glück. Green Hell letzte Woche war ja auch irgendwie unter keinem guten Stern gestanden. Gibt's hier gar nichts zum Essen? Ja, toll. Kokosnuss, die bringt mir viel. Ich weiß schon, warum ich öfter mit Herbis unterwegs bin. Sonne ist auch so grell. Norden ist kein gutes Gebiet. Wir sind sogar jetzt in dieser Zone drin, ne? Wasser ist es auch Leben. Im Normalfall. Wenn ich heile dort ankomme. Ja, es ist sehr steil hier. Das sieht fast aus wie eine Schlucht. Naja, fast. Palme. Global Chat, stimmt, der war ja jetzt eingeordnet, aber was bringt mir der? Das würde mir jetzt nicht viel nutzen, ne? Komm schon.
Wasser heißt Leben. Leben heißt Nahrung. Nahrung heißt Überleben. Der Petri hat auch nur ganz knapp überlebt. Letztes Mal. Ist hier wer? Aber hey, ist mal 15, 17 Frames. Die Gegend ist tot. Ich habe ein Problem. Aber hey, wir können trinken. Ich sag's euch, hier spawn ich kein zweites Mal. Auch wenn die Gegend ganz hübsch ist. Ziege, Schaf, Schwein, Hase. Ich habe keine Ahnung, welche Tiere es mittlerweile gibt. Am Hungertuch zu nagen ist nicht schön. Müssen wir uns doch wieder in Gefilde wagen, wo auch andere Dinos leben, hä? Ich bin gerade überlegen, wo bin ich denn das letzte Mal gewesen? Mit dem. Was haben wir beim letzten Mal gespielt im Juni? Hier ist echt nichts. Wo sind die angeblicher AI-Nahrung, die es so geben soll? Das sind zwar Fische. Fische stehen nicht auf meiner Liste. Ich glaube auch nicht, dass ich die beuten kann. Ich sag's ja, keine Chance. Wir verhungern.
Oder soll ich mich gleich in die Tiefen stürzen? Gerade was gehört? Einbildung. Ich könnte schon mal Tschüss sagen. Der Dino hat's bald hinter sich. Auch wenn der Hungertod schon lange nicht mehr bei mir eingetreten ist. Aber hier ist nichts. Nicht ein Tier. Was gerade gepiepst? Oh, das war ja jetzt süß. Ich glaube, ich höre Vögel oder sowas. Wie kann es also sein, dass der Dino besser hüpfen kann als Jake aus Green Hell? Wie geht das? Langsam echt kritisch. Die Frames werden auch nicht besser. Das Meer. Jetzt sind wir wieder in so einer Zone drin, aber war ja kurz davor? Ich weiß es nicht. Was war das?
Stürzt man sie in den Tod, bringt ja eh nichts mehr. Hier ist nix. Vierzehn Frames. Wir spielen jetzt seit etwa eine halbe Stunde, das heißt, so lange bleibt da, bis man verhungert. Knapp 40 Minuten. Von Startbeginn weg. Nicht mal Schildkröten? Oh, schreck das nach. Der war fies. Also nicht mehr in den Norden. Ganz fest will ich aber eigentlich auch nicht. Versuchen wir es im... Ich habe nur 15 Frames. Also falls sich das jetzt nicht bessert, ne? Dann spielen wir was anderes. Das ist ja nicht schön. Katze schreit. Die Sonne blendet. Oh, es ist ekelhaft. Sechzehn, siebzehn. Wow. Aber schon erstaunlich, dass zwei Frames die. Zumindest die Kamera ein bisschen verbessern.
bin traurig. Werde ich viele verhungern? Nur weil ich einmal Kani spielen möchte? Weil ich einmal versuche, das zu sein, was ich besser finde? Nichts gegen Herbies, um Gottes Willen, aber. Kano, Saurier. Die sind cooler. Katze. Nix. Nichts Essbares. Ich muss Herbis spielen. Mit denen kann ich wenigstens irgendwas reißen. Und sei es nur Pflanzen aus dem Boden. Petri hatte ich ja zuletzt auch kein Glück. Der ist so ganz knapp nicht verhungert, weil ich dann doch noch Fisch und Wasser gefunden habe. Schöne Aussicht. Geronimo. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ja, das ist mein sicherer Tod. Der zweite heute. Yay! Wie nennen wir unseren Kollegen denn? Uwe, der Unglückliche. Oh, da kann ich gar nicht hinsehen. Aber hey, wir haben 17 Frames. Ja, 26. Du sollst nach oben. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, dann war es das wirklich. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Beinbruch davon kommen.
Da konnte ich jetzt nicht hinsehen. Mein armer Dino. Es geht nicht. Es haut nicht hin. Ruhe, Katze. Wir hatten als Kinder, also meine Schwester und ich, tatsächlich mal einen Dino, der so gelblich gewesen ist. So richtig knallgelb. Aber das kriege ich hier, glaube ich, nicht hin. Na. Aber irgendwie gefällt mir das. Baby Stego. Großer Stego. Dschungel. Ja, das ist ja wieder im Norden. Es kann doch nicht sein, dass ich so eingeschränkte Auswahl habe. Letzter Versuch, wenn das nicht... Ich bin genauso verloren. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Da ist die Kuppel. Gibt es denn allgemein was in der Nähe zum Futtern? Da ist Wasser. Keine Lust, das jetzt alles zu lesen. Hydro. Ich kenne doch die ganzen Begriffe nicht. Feder. Achso. Hydrodynamik. Gibt es was, bei dem man dann weniger hungrig ist? Infrasound. Was? Reabsorption? Oh. Underwater. Schwimmgeschwindigkeit beim Stego. Ist klar. Oh, ja. Okay, jetzt bekommen wir auch ein bisschen Wasser zurück, wenn wir Pflanzen essen. Ich habe 4 Frames, Leute. Nicht spielbar.
Ja. Komm. Versuchen wir es nochmal. Ich habe jetzt die Grafik so ein bisschen runtergeschraubt. Keine Ahnung, ob der Stego jetzt noch da ist oder nicht. Selbst wenn nicht. Egal. Das wird jetzt hier angezeigt. Das ist ja cool. Status unbekannt. Okay. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal 30 Frames. Na, immerhin. Na, immerhin. Das ist dann wenigstens halbwegs spielbar. Futter? Ich weiß gar nicht, was beim Stego auf der Speisekarte steht. Gras natürlich. Oh, das war ja nur Notgroschen, ne? Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Oh, heute läuft nichts gut. Ganzen Tag schon so down ge. Nein, 20! Kein Dino-Schnitzel. Ich hatte Hühnchenschnitzel, aber das ist was anderes. Na, wie geht's? Wie steht's? Ich muss darüber. Wobei, ich habe zwei Omniraptoren verbraten. Die kannst du dir ruhig genehmigen. Die liegen irgendwo im Norden und Westen. Wochenende? Ja, ich auch. Wir hatten heute zwar frei, aber ich habe den Tag irgendwie nicht nutzen können. Ah, der Himmel ist ja geil, ne? Auch wenn es nur billige Deko ist. Die blinken nicht mal. Sieht aus wie bei dir. Ja, das glaube ich dir. Richtig toll. Ich habe das leider eher selten, weil wir so. Ja, viel zu viel Licht. Autobahn, Obi, Weko, was auch immer. Tankstelle leuchtet auch ganz gerne. Es gibt in Deutschland sogar einen Flecken, das war irgendwo im Norden, westlich von Berlin irgendwo, der dunkelste Ort Deutschlands. Da soll es auch richtig tolle Sternenhimmel zu sehen geben. Das Licht ist das Hauptproblem. Es gibt sogar. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder ob du das weißt. Es gab mal in den 90er Jahren
Wo war das? Irgendwo Amerika, San Francisco oder so? Dunkeldeutschland? Ja, die andere Seite, ne? Irgendwo in Amerika. Da haben an einem Abend plötzlich ganz viele Menschen bei der Polizei, Feuerwehr, was weiß ich wo, angerufen und gemeint, das sind ganz komische Sachen am Himmel, ne? Weil Stromausfall gewesen ist, hat man diese dunklen Sachen, die hellen Lichter am Himmel gesehen. Und ich bin mir sicher, dass das erwachsene Menschen waren, die da angerufen haben. Die wussten nicht, was Sterne sind. Die haben den Sternenhimmel noch nicht gesehen gehabt. Ja, sie haben endlich mal Sterne. Also, das ist so ein Facepalm-Moment. Ich liebe die Geschichte, weil es einfach nur veranschaulicht, wie dumm das eigentlich ist, dass die das gar nicht kennen. Und traurig. Glaubt man nicht, nee. Oh. Schon gewusst, ein Stego kann nicht hüpfen. Ich brauche was zum Essen. Du weißt, wie viel wiege ich eigentlich? Es sind doch nur 230 Kilo. Was will der von mir? Fliegen auch nicht? Oh. Ich wollte mich gerade von der Klippe stürzen. Wo führt mich das eigentlich hin? Da hinten ist doch Ozean vielleicht? Den Kartoffelsaurus? Ja. Ja, weil ich den noch nicht gegrowt hatte. Also ich habe den noch so gut wie gar nicht gespielt. Und Stegos sind toll. Die zeichne ich auch recht gerne. Das Wasser da hinten. Wo führt mich das hin? Ach, habe ich die Umfrage. Oh. Den Command habe ich noch nicht rausgenommen. Hehe. Der ist super, ja. Ich kann dir leider gerade meine Färbung nicht zeigen. Ah, doch, so ein bisschen. Mondlicht. Also das ist meine Babyfärbung. Das war die falsche Taste. F10 war es, ne? Warum machst du mir keinen Screenshot? Ach, Spiel. Wenn er groß sein würde, hätte er dunkelbraune und rote Akzente. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen, wenn ich nichts zum Fressen finde. Das Problem ist beim Grasen, das geht nur über eine bestimmte Prozentzahl. Füllt das, aber nicht den ganzen Magen. Das ist praktisch, er kann nicht so leicht verhungern. Aber ich will doch wachsen. Geht bis. Also bei mir steigt die Anzeige nicht. Wir verlieren nur Getränk. Nö, geht nicht. Ach, süß. Das Spiel trollt mich. Erst habe ich nur 8 Frames, ne? Mit dem Omni. Finde mit dem Omni nicht ein Stück Fleisch? Beide Male nicht. Wo führt mich das Ding hin? Mein kleiner Finger ist auch verhindert.
Ich kann die Taste kaum drücken. Ich kann zumindest nicht verhungern. Ich denn jetzt schon wieder? Das ist sehr gebirgig irgendwie, hügelig. Alles über meine Software. Ach ja, gut. Ich hab's auch auf 60 wieder runtergeschraubt, weil die Einstellung sich scheinbar auch verändert hatte. Aber ich hab trotzdem, also maximal 60 eingestellt. Wow. Und trotzdem schwankt das Spiel bei 30, ne? Ja, bei mir auch. Vorhin war es auch schön warm. Das Spiel will mich in den Tod stürzen. Hilfe? Was mache ich hier? Ich kenne die Map doch nicht. Das ist ein Fehler. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir... Ach komm, Stego. Musst du auch sterben? Der dritte Dino in Folge? Oh, ich kann mir das gar nicht. Nein, nein, nein! Wir leben noch. Er hat das. Mami. XMP aktivieren? Was ich tue? Sterben! XMP? Was ist das? Das kann ja gar nicht mehr wachsen. Ja, ich glaube auch. Jetzt muss es sich erstmal ausruhen. Verwundet. Ach, ehrlich. 6% haben wir. Und hey, schon 50 Kilo zugelegt, obwohl wir fast nichts gegessen haben. Bootmenü, damit meinst du das, bevor der Rechner hochfährt, ne? Das komische Dingsbums-Menü da. Keine Ahnung. Windows begrenzt automatisch. Okay. Okay. RAM macht das mit. Aha. XMP aktivieren. Kann ich ja mal gucken. Schreibe ich mir auf.
Weißt du zufällig, wofür die Abkürzung steht? Extreme Memory Profile. Okay. EMP war nicht möglich, oder? Ist klar. Da hinten ist. Da ist auch Wasser. Folgender. Hallo. Hallo, Death Lalo. Hallo und vielen Dank. Ich sterbe trotzdem gerade. Intel ermöglicht Anwendern das einfach über Takten. Was? Und damit eine bessere Leistung. Unkompliziert und oft bis riskante Änderungen. Okay, klingt nicht schlecht. Da müsste ich aber den Rechner wieder mal runterfahren, ne? da. Eigentlich muss ich auch die Katzen füttern. Aber die Katzen sind gerade still. Die eine guckt nur doof. Morgen! Am späten Abend. Wie spät ist es? Waren die Uhrzeit? 3:40 Uhr. Ja, der passt morgen schon. Ich verhungere. Ihr seid in Swamp. Das war weit im Süden oder Norden? Da finde ich doch nie was hin. Ich habe ein gebrochenes Bein. Süden. Und leide Not. Vielleicht finde ich ja hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich humpel. Welche Dinos seid ihr denn? Frag den Stego, ob er das schafft. Das ist zu hügelig hier. Vielleicht sollte ich auch auf dem Weg bleiben. Drei Dibbles. Okay. Machen die mich nicht tot? Zumindest ist hier wieder ebener. Hulbreck? Weil wir alle. Ach Gott, nicht. Bleibe ich halt auf dem Weg. Er blutet sogar beim Laufen. Oh, ist das gemein. Seit wann gibt es denn die Animation? Ah, die Farben sind ja geil. Alles gut, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo auf dem Weg dahin. Problem ist, dass ich am Hungern bin. So ein bisschen, ne? Halo, du bist vom Zahelo-Server? Fragezeichen? So meinst du? Ja, das sind sehr viele Zahlen. Aber stimmt, 10 Spieler auf dem Server.
112 Kilo, obwohl wir nichts gefressen haben. In der Nähe. Die Heilung dauert zu lang. Luft macht auch dick. Ja, offensichtlich, 20. Wann habe ich zuletzt gegessen? Da hatte ich 220 Kilo. Und das war nur Gras. Ich verdurste auch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo war das Wasser? Da drüben. Hättest du morgen Zeit, 20? Und Lust? Ich starte morgen. Welche Uhrzeit? Ja. So grob Nachmittag oder Abend. Eine Runde Sans. Mit offenem Server? Also vielleicht neuer Spielstand? Versuch dann zur Zone. Ja, ich versuche. Ich versuche die ganze Zeit schon, aber ich bin... Ich bin halt so... Ich weiß nicht. Was wäre dir lieber? Früher oder später? Aber die Lichtstimmung ist echt super gemacht. Das heilt einfach nicht schnell genug. Nach dem Mittagsmahl in den Garten. Zeugs verkaufen? Warum gibst du deinen Garten auf? Keine Lust mehr? Dann abends. Abends starte ich so ab 20 Uhr. Du musst ja nicht sofort da sein, aber das so als Richtlinie. Weil nur noch... Bitte was? Was hast du denn für Nachbarn? Du kannst es auch einfach kurz fassen. Keine guten Nachbarn. Oder wünschenswerte, wie auch immer. Hä? Ja, Katze, ich weiß. Ich verhungere auch gerade. Das liegt bei dir, 20. Ja, guck dir den Stego an. Der hat fast nichts mehr im Magen. Der Uta ist sogar richtig verhungert. Ja, Katz, sag das dem Spiel. Ich kann nicht mal wirklich Pause machen. Aber ich kann ein bisschen was essen. Oh, wir verhungern nicht. Dann werde ich vielleicht die Zeit kurz nutzen und tatsächlich die Katzen schnell füttern. Du weißt, wo ich... Okay. OM. Okay. Ich leg mich hier mal schnell hin. Ihr müsst auf den Dino aufpassen. Ich bin... Gleich wieder da.
meinst, dir fallen in Blätter 20? Wie viele hast du? Hört ihr überhaupt was vom Spiel? Es ist extrem leise, selbst bei mir. Einmal bis unendlich, um sicher zu gehen nochmal. Ah ja, okay. Hört man den Dieb? Was war eigentlich Dings doch gleich? Er ist halt echt nicht laut, ne? Der arme kleine Dino. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 9,2. Da in der Ferne. Gehörnte Dinosaurier. Immerhin lässt die Blutung langsam nach. Also die optische. Ich kann wieder laufen. Ja, ich weiß. Aber hier will jemand... Das ist sehr, sehr interessant hier. Ich folge dem Ruf der Natur. Bisschen weiter dort. Auf jeden Fall wäre da zumindest mal Wasser. Vielleicht. Ja, Wasser. Da hinten. Würdest du aus der Brühe trinken wollen, 20? Und jetzt kommt ein Dino daher. Wie tief ist der Sumpf? Yay. Ein großer Dino. In Tarnfarben. Bin ich jetzt adoptiert? Das bist du. Okay, schick. Ich mag das Blau.
nicht vor dich stellen? Sind die Hörner so fies? Ah ja, gut. Ich werde ja auch nicht instant sterben. Oh. Ich habe meine Mama verloren. Weißt du, wo meine Mama ist? Aber es ist eine sehr pieksige Kartoffel, Twenty. Der neue Dino im Spiel. Eine grüne Kartoffel. Ja, nicht essbar. Echt eine interessante Gegend, muss man schon sagen. Was treibst du da, Tiki? Hat sich ein Tier herverirrt? Ich bin gespannt, ab wann ich meine Farben ändere. Ja, toll. Jetzt gibt's hier Ziegen. Das Schwibier will mich... Nee, ist nicht... Du wirst mich doch veräppeln. Die ganze Zeit nicht ein einziges Tier und... Oh. Das Spiel trollt mich. Große Dibbel ist groß und schnell und du bist echt den ganzen Weg zu mir gekommen, das ist aber nett. Ich habe Gleitschutz. Grüß Gott, die Damen und Herren. Yay. Ich bin adoptiert. Yay. Schick. Und wo ist jetzt das Futter? Oh oh. Wer ist da? Ich erkenn's nicht. Geh mal raus aus dem Gebüsch. Das ist ein größeres, oder? Kano? Oder so? Den Diablos legen sich die wenigsten an. Kann das sein? Habe ich zumindest. Aua! Ich hoffe, das war nur ein Versehen, Leute.
gut. Schon wieder. Den ganzen Tag schon den roten Rand. Ah, das gibt's doch nicht. Tab. Pixel ist das. Ihr wollt mich doch veräppeln. Bin ich schon wieder auf Leute reingefallen? Oder war... Hä? Da war doch kein zweiter Dino! Außer den anderen. Pixel? Oh. Der Stego wird nicht alt. Vom Baum angegriffen. Und dann bin ich so instant tot? Nur weil ich angeschlagen gewesen bin? Das muss ich mir später im Video ansehen. Das ist doch nicht normal. Der war sch... Okay. Yay. Ah, du willst mich doch veräppeln. Das sind jetzt... drei? Drei tote Dinosaurier innerhalb von anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Genestet? Passt schon, Pixel. Vielleicht beim nächsten Mal. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Beim nächsten Tod, okay. Dauert eh nicht mehr lang. Wir haben jetzt im Schnitt eine halbe Stunde pro Dino gehabt. Da ist schon einer. Aber wie sumpf sieht das Gegend nicht aus? Oh, da ist ein kleiner. In die Flucht schlagen. Ich bin nämlich langsam. Bin ich halt wieder am Anfang. Dieser Stego, der lebt nicht lang. Das jetzt wird jetzt der dritte Versuch. insgesamt gerechnet. Omni?
Hab ich nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe nur zwei Beine gesehen. Du bist aber auch verletzt jetzt, hm? Merkwürdig aus. Sind die gesund? Ja, sind gesund. Kann ich hier wieder essen? Mein erstes Futter heute. Dankeschön. Diese roten Blümchen, was sind das für welche? Ihr seid so schnell. Ihr seid solche. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Wie könnt ihr euch das alles merken? Danke! Ich hätte wieder ewig gesucht, ich kenne mich. Komm, ein bisschen geht noch. Offensichtlich, weil bei mir dauert es immer ewig, bis was angezeigt wird. Sehr gut. Danke, danke, danke. Selbe Diät. Ach so, ja dann. Willst du dich nicht lieber erstmal auskurieren? Du blutest noch. Okay. Du darfst übrigens auch Ingame-Chat benutzen. Das dürfte ein bisschen schneller und einfacher sein, ne?
Sind die? Schrittgröße, ne? Dippel, dippel, zu. Hey, hey, hi Sim. Hallo. Ach, mittlerweile kann man auch PO. Okay. Sehen wir ja nichts vom Dino. Mommy, Daddy? Lass mich nicht allein. Ihr habt mich aufgenommen, jetzt müsst ihr auch aufpassen. Wie nennen wir den Stego eigentlich? Günther? Ja, okay. Was ist das denn für ein Schrei? Die Langhalse dürften interessant sein in dem Spiel. Günther. Es gibt übrigens ein Lied, ein Schlager, der nennt sich Günther Gestehe. Ist ganz lustig, der Song. Ich weiß nur gerade nicht, wer ihn gesungen hat. Das kann ich aber so schlecht merken bei den Mädels. Viel los ist hier aber auch nicht gerade. Was auch Vorteile hat, aber. Oh, mein Kopf. Günther der Stegosaurus. Dem ich aktuell keine Bilder machen kann. Frech.
Dann sollen die nicht zu mir kommen. Ja, so ab und an, die Dino hört man ja, aber. Oder was auch immer das war. Die Map ist ein bisschen zu groß. Ich hatte gerade Hörner hinter mir. Nur nebenbei erwähnt, der Umfrage-Command, der da gerade noch aufgeploppt ist, den könnt ihr ignorieren. Da ist noch ein Dino. Ja. Giga, ja hi. Na du? Alles fit? Muss ganz genau, es muss bisschen Kopfschmerzen noch, die wollen nicht weg, aber und hey, in 3 Wochen habe ich eine Woche Urlaub, beziehungsweise einfach nur ein paar freie Tage. Wenn alles gut geht, habe ich nur noch 11 Arbeitswochen dieses Jahr. Sonst 12. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Sag Igor, hättest du morgen Abend vielleicht Lust auf eine Runde Sons of the Forest? Ende Februar gibt es ja die Full-Version. 20 mal möchtest du ab 20 Uhr, haben wir gesagt. Abends. Das hört sich so feinerlich an irgendwie. Du musst nicht so pünktlich sein, aber wenn du Lust hast, darfst du gerne mit einsteigen. Wäre cool. Was treibt ihr beiden da?
Das ist mir zu gefährlich gerade. Jungbullenkampf geht nämlich anders, Leute. Ja, so geht das. Aber doch nicht von hinten. Hallo Katze. Verletzen sich die Dibbles eigentlich, wenn sie diesen Ringkampf machen? Leicht. Oh, du Armer. Ja, dann, gute Nacht. Wir schreiben uns. Das sieht so brutal aus. Mach's gut. Das ist... Ich meine, in der Realität war es ja auch so. Ich sag ja nichts, aber... Es ist... Unheimlich. Wer ist jetzt das Ziel? Wer kriegt die Frau? Oder das Rudel, je nachdem. Das nicht vorhandene. Ihr seid... aber Mann und Frau soll... Was? Ich dachte, nur Jungbullen bekriegen sich. Leute! Kein Ehestress hier. Pixel, du musst da schon auf deinen Mann aufpassen hier. Kann man euch unterscheiden? Gibt es da Unterschiede? Längere Hörner vielleicht? Sehen gleich aus. Oh. Name und Kratzer. Der Kopf? Müsste ich mal... Aha. Das muss ich mir, glaube ich, in der Charaktererstellung. Musst du nicht? Doch, musst du pixeln. So mal ganz allgemein, viel Wasserquellen gibt es in dem Spiel nicht mehr, oder? Ich finde das gar nicht toll.
Sonne geht unter. Ich will gerade Zeit ziehen. Beweg dich. Lelo, ich mach mal Feierabend. Das würde sich jetzt nicht mehr lohnen. Für heute wollte ich nicht so lange machen, weil, wie gesagt, der Kopf, der gibt keine Ruhe und... Vielleicht ein andermal gerne wieder. Schwarz. Eigentlich sollte ich gar nicht am Computer sitzen, wenn man ehrlich ist, aber... ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Und hey, es sind jetzt 5 Zuschauer hier, so circa. Da hat sich dann doch gelohnt. Jetzt können wir Sternenhimmel gucken, 20. Wäre cool gewesen, wenn sie die Milchstraße eingebaut hätten. Dankeschön. Wo ziehen wir eigentlich hin, Leute? Oh Gott, Abgrund. Okay, sagt mir nichts. Ich war hier noch nie. Oder vielleicht doch. Ein Sturz mit einem Beinbruch. Daran erinnere ich mich.
folge jetzt einfach dem großen, schweren Dino da. Das Umfrageding rausnehmen. Das ist für diesen Monat sowieso hinfällig. Ich möchte nur noch mal erwähnen, Survival September, das heißt, wir haben jetzt diesen Monat jedes Wochenende Survival Games am Laufen. Für die Samstage haben wir Sons of the Forest Koop, da kann also insgesamt können 8 Leute auf den Server. Hui. Wer will, darf morgen gerne mitmachen. Sonntag haben wir verschiedenes Programm. Weil, wie ihr wisst, alle 2 Wochen haben wir Green Hell mit Balner. Auf meinem Kanal habe ich versucht, eine Übersicht zu posten. Ich meine, für diese Woche Sonntag, Mittag, schalten wir Retreat to Innen an. Auch ein Survival-Spiel. Ähnlich wie Forest, nur ohne Kannibalen, ohne menschliche Gegner, maximal wilde Tiere. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Hat mal wieder Zeit. Zeitweise habe ich auch richtig reingesuchtet. Das hat so richtig Bock gemacht. Der Weg ist ganz schön weit, hä, Leute? Irgendwie hätte ich noch gern was zum Essen. Oh, trink. Immer dem Dino nach. Weg sicher. Vielleicht lege ich für den Survival September einen Command an. Das ist ja die Idee. Aber im Profil steht sowieso. Also wer Interesse hat, einfach ins Profil schauen bei mir auf Twitch. Ich hätte gern bald wieder Wasser. Spiel, bitte.
Wasser! Wenn Dinosaurier so eine Brücke sehen würden, wie würden die wohl reagieren? Gott, sind die beiden schnell. Ich glaube, ich kenne die Brücke sogar. War ich hier nicht sogar schon mal? Vor langer, langer Zeit? Ja, das türkische. Hä? Ist das so eine Art Brauch oder wie? Insider. Ja gut, dann kann ich das nicht kennen, hä? Das sind auch... Sind das positiv gesinnte Augen? Oh, mein Finger, Leute. Das ist ganz schön anstrengend, die ganze Zeit zu laufen. Geht der Berg da hoch. Das ist ein Mond? Wenn ich jetzt nur ein bisschen schneller laufen würde, dann wäre es alles ein bisschen harmonischer hier. Dino Lost. Lost in the Dark. Ja, ich sehe es, sie humpelt ein bisschen. Sollen wir schieben? Für Huckepack bin ich noch zu klein.
Das Gelände ist bei Nacht aber auch echt gemein. Hoppa, hoppa. Was esse ich da jetzt eigentlich? Ich sehe nicht. Okay, ist Screenshots möglich? Gemahlen. So. Perfekt. Okay, Leute. Danke für den Begleitschutz. Aber ich werde mich so langsam verabschieden. Das Wasser werde ich schon wieder finden. Vielleicht irgendwie. So. Bis die Tage. Ja, mal abwarten, weil der Eil spiele ich ja jetzt nicht mehr so häufig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt für diesen Monat noch mal eine Runde einplane. Aber wenn Interesse besteht, dann vielleicht wieder nächsten Freitag oder so. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Einmal auswachsen wäre schon schön, ne? Wir können ja gleich mal gucken, ob ich euch zu jemandem schicken kann. Vielleicht ist Walna noch online. Ihr seid da, ja, das ist mir bekannt. Aber wo ihr dann sein werdet, das ist eine andere Geschichte. Na, Tiki.
Ich danke auf jeden Fall, dass heute wieder ein paar mehr Zuschauer da waren. Das freut mich. Wir finden uns. Das wäre zumindest wünschenswert. So, also, was sagt denn Twitch, wer ist online? Der Zuschauerschnitt heute dürfte auch sehr gut geworden sein. Ich danke dafür, weil der monatliche Schnitt ist echt nicht, ja, das, was ich brauche. Also, hoppla. So, wer ist denn da online? Lenny? Kram? Wollt ihr Warframes sehen oder Dead by Daylight? Oder Softwareprogrammierung. Sucht es euch aus. DVD? Das schicke ich euch zu Walna. Der freut sich da auch drüber. Und wir sehen uns morgen. 20 Uhr, Sons of the Forest. Mitmachen erlaubt. Wer möchte. Es können bis zu 8 Leute mit rein. Auf den Server 30 geplant, 5 haben noch Platz. Ich wünsche euch gute Nacht, schönes Wochenende, macht es gut und bye bye.